Leute, es ist passiert. Der Weihnachtsmann hat sich erneut in einen Eismutanten verwandelt. Nur dieses Mal trägt er eine Weihnachtstracht. Aber ich wünschte so sehr, dass diese Tracht auch im Original Secret of Mana inbegriffen ist. Sein Gesicht ist aber sehr dunkel. Das war auch nicht so. Normalerweise ist er ja immer komplett blau. Und anstatt einfach nur eine Klatze zu haben, hat dieser Eismutant eine Weihnachtsmütze auf. Ja. Lieber Weihnachtsmann, wir gehen in die Quest rein und hoffen mal, dass er seine Route für sich behält. Ich habe im letzten Part so gelacht, als er sich verwandelt hat. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist halt lustig. Ja, der Boss. Der Boss dieses Eventes. Events? Nicht Eventes. Was ist das denn für ein Deutsch? Eventes. Wobei Event Englisch ist, ne? Event ist ein englischer Begriff. Auf Deutsch ist das Fest, aber wobei Fest ist aber wieder was anderes, ne? Mir fällt kein deutsches Wort für Event ein. Boss Battle! Der Eisgigant! Der nicht Eisgigant, sondern der Weihnachtsmutant. Ja, das war ein Unterschied. Vor seiner Hütte vom Weihnachtsmann. Und da ist er, liegt er. Oder? Jetzt, ja. Sehr schön. Schade, aber hey, das ist das Schicksal. Da versucht er uns verlangsamt? Wahrscheinlich, oder? Hat ihm auch nicht geholfen. Wahrscheinlich gibt es auch gleich noch eine schwerere Version, ne? Machen wir auch gleich nochmal. Wenn die Zeit es natürlich zulässt, aber ich glaube schon. Sehr gut. Wir drücken den Bildschirm. Gegen die Wand. Stille heilige Mana. Sehr gut. Und normal. Nicht normal. Weitermachen natürlich. Nicht normal. Warum sollte ich normal das machen? So, ich bin gespannt, ob er sich wieder beruhigt hat oder ob ich nochmal klatschen müssen. Wir werden sehen. Hat er sich erneut durch einen Mana-Samen verwandelt, ne? In den Weihnachtsmutant. Oh Mann. Oh, das war's. Wir kriegen keine Story so hinterher, sondern müssen die nochmal extra auswählen. So, Geschenk vom Weihnachtsmann. Was wird es geben? Was kriegen wir? Vor allem. Kriegen wir auch ein Weihnachtsoutfit? Wäre auf jeden Fall schön. Aber nur unser Magier hat ein Weihnachtsoutfit bekommen bis jetzt. Und Angela. Oh, 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 oh. Das war's wohl. Nun kommen Sie doch zur Besinnung. Popoi, ne? Hey! Uah. Was ist passiert? Bin ich froh, sie sind wieder sie selbst. Artigen Kindern sollte man nicht solchen Schrecken einjagen. Nee. Wo ist das Skorpion-Syndikat denn jetzt hin? So war das also. Dass ich wieder so die Kontrolle verliere. Ihr habt mich gerettet. Du solltest weggesperrt werden, wenn du jedes Mal die Kontrolle verlierst, wenn Mana in der Nähe ist. Ach, ist doch egal. Hauptsache, es geht ihm wieder gut. Ich bedanke mich bei euch allen. Ihr seid alle wirklich artige Kinder. Das muss ich euch, da muss ich auch euch Geschenke geben. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, aber vorher. Wenn ihr auch so unbedingt artig sein wollt, dann müsste da so etwas sein, was ihr sagen solltet. Ihr habt doch schon wieder die Mana-Samen gestohlen. Was in der Welt hattet ihr damit vor? Also die Wahrheit ist, dass wir so wenig Geld haben, dass wir hungern müssen. Wir mussten irgendwie an Geld rankommen. Wenn wir schon der Ursache auf den Grund gehen wollen, dann ist ja wohl die Tatsache, dass der Weihnachtsmann unseren armen Leuten keine Geschenke gebracht hat. Das ist genau dasselbe wie früher. Bis ich 12 war, hatte ich fest an den Weihnachtsmann geglaubt. Trotzdem hat er kam nie zu mir. Boss, so lange hast du also an den Weihnachtsmann geglaubt? Klappe! Da liegt die Ursache für diese Schlamassel wohl auch bei mir. Tut mir leid, wo du doch immer auf mich gewartet hattest.
Wie wäre es, wenn Ihnen das nächste Mal die Typen hier aushelfen, damit auch Sie zu artigen Kindern werden, versteht sich. Und das ist eine hervorragende Idee, bitte. Mit Unterstützung kann ich wieder vielen artigen Kindern Geschenke bringen. Wir helfen? Im Ernst? Boss, manchmal hat man eben nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn wir nicht schnell was zu essen kriegen, fallen wir nur um. Hey, wenn ich Klappe sage, meine ich Klappe. Unser Syndikat verlangt Selbstbeherrschung von unseren Mitgliedern. Dabei könntet ihr die Geschenke eure Träume bekommen und euch satt essen. Warum bist du nur so stur? So Mist, aber auch recht hast du ja. Was muss. Wenn schon, dann aber richtig. Zuerst will ich unsere Geschenke haben. Ich erwarte ein üppiges Festmahl in riesigen Mengen. Wie egoistisch. Aber ein Festmahl klingt wirklich nicht schlecht. Lassen wir uns also auf diese Bedingung ein. Naja, eine gemeinsam leckere Mahlzeit wird bestimmt Spaß machen. Gemeinsam heißt, dass wir sind auch eingeladen? Wieso nicht? Jetzt, wo wir so viel miteinander erlebt haben, eine Mahlzeit mit so vielen Freunden ist mal eine schöne Abwechslung. Ja, es stimmt, hat er recht. Eine gute Abwechslung. Ja, da haben wir das Event wohl abgeschlossen, oder? Kriegen wir oder dürfen wir jetzt noch zusammen was essen? Ein Weihnachtsfestschmaus. Was gibt es bei euch zu Weihnachten? Würde mich auch gerne interessieren. Bei mir gibt es meistens so Bratkartoffeln, würde ich gerade sagen. Kartoffelsalat mit Würstchen. meistens. Geisterkristall 10. Ja, komm, machen wir nochmal normal, ne? Das kriegen wir noch hin. Und dann ernten wir mal. Wird auch mal wieder Zeit. Das Weihnachtsfest. Die Weihnachtsernte. Also bei mir geht es meistens mit Weihnachten mal. Und den ersten und zweiten Weihnachtstag weiß ich gar nicht. Sind immer unterschiedlich. Manchmal Rotkohl, Kartoffeln. Ente. Oder Kaninchen. Ich weiß, ich bin jetzt vielleicht unmenschlich, ich sage Kaninchen. Aber teilweise gab es manchmal auch schon in den letzten Jahrzehnten mal ab und zu mal Kaninchen. Esse ich auch gerne, muss ich ehrlich sagen, tut mir leid für die einen oder anderen, aber hey. Nicht jeder muss alles mögen, ne? Vor allem bei meiner Oma früher. Da gab's das jedes Mal zu Weihnachten. Aber es sind halt Traditionen, ne? Also was ich noch nie zu Weihnachten gegessen habe, ist die traditionelle Weihnachtsgans. Also das habe ich noch nie gehabt. Ist wahrscheinlich nur so ein Amerika-Ding, oder? Ich weiß nicht, was gibt's bei euch denn so? Ich denke, bei den meisten wird es so sein, Kartoffelsalat und Würstchen, ne? Oh, wenn ich denke jetzt schon dran und krieg Hunger, ne? Ich sollte dringend was essen gehen. Und dann mache ich nach der Aufnahme. Geh ich ja mal schön was spachteln. Ich habe noch gar nicht überlegt, was ich bei mir zu Weihnachten koche. Oder wohin wir überhaupt gehen. Ob ich da zu meiner Mutter gehe? Eventuell. Ich bleibe einfach zu Hause. Und bestelle mir einen Döner. Gut. Wir holen uns unsere Belohnung ab. Huch, da war ich zu vorschnell. Genau, bei den Missionen. Und dann gehen wir mal ernten, weil ich habe sehr viele Punkte, was heißt sehr viele Punkte? Ich habe ein bisschen Punkte gesammelt und könnte ab und zu mal was ernten gehen. So, täglich, ja, nur mit. Immer her damit. Und beim Bingo gibt's ja auch, ja, okay. Und beim Bingo gibt's ja auch. Wir haben 9er Feld, okay, 9? Haben wir wirklich 9 freigeschaltet? Ja, wir haben das Eventboard sogar voll. Sehr cool. Warum nicht immer so, ne? 8 Reihen, Bingo geschafft. Bingo vervollständigt und kriegen ein Ernteticket für garantierten 4-Sterne-Charakter Angela oder Popoy in ihren Kostümen. Und kriegen noch ganz viel anderes Stuff. Cool. Ja, danke. Neue Bingo-Mission verfügbar. Warte, was? Noch mehr? Achso, jetzt noch ein Hard und so. Thema Multiplayer Award. Sollte ich zum Release, sollte ich demnächst machen, weil danach, ein paar Tage später, wenn das Event raus ist, dann spielt es keine Sau mehr. Ich muss es halt leider sagen, wie es ist. Gut, Ernte, wo war die? Da.
Ernte. So. Wir haben ein Ernteticket, also 4 Sterne Charakter auf jeden Fall. Ach, das Bild ist schön. Ernten wir mal. Ja. Bin gespannt, wen wir davon bekommen. Eigentlich ist mir beides Schnuppe. Ich habe von beiden schon die Charaktere gekriegt. Also, ich nehme es gerne. So, wen kriegen wir denn? Mach's nicht so spannend. Na, das haben wir kleine Verführerische, nicht? Das ist das Zitat. Ja, das macht dich wirklich schon verführerischer. Das lässt sich nicht leugnen. Funkelnde Mana-Nacht, Angela. Ist es Eis? Gehen wir kurz zurück. Lass uns den Charakter mal angucken. Nachdem wir hier geerntet haben, okay? Ich habe erstmal zum halben Preis und ich habe noch genug Punkte und warum sollte ich es nicht jetzt nicht raushauen? Oder? Kann ich doch machen, ist doch easy. So, mal gucken, ob da wirklich was bei ist. Erste Ernte zum halben Preis. Ich sehe kein 4-Sterne-Charakter, aber 3 goldene schon wieder. Okay. Das wird nix. Oh, doch, was Neues? Oh, das sind die 3 Dinger aus hier. Wie hießen die nochmal? Keine Ahnung. Aus Children of Mana. Das sind die für die Schmiede zuständig waren. Zeig mal her. Die Brüder Bombe. Diese 3 Brüder sind die allesamt der Schüler des Erfinders von Boyaschen. Betreiben die von Forschungswerkstatt. Balbo, der älteste Bruder, ist ein willensstarkes Kerlchen. Belbo, der zweitälteste Bruder, ist ein ernster Streber. Bulbo, der jüngste Bruder, ist ein Tollpatsch mit aufrichtigem Herzen. Ja, ich fand die tauchten halt wirklich nur in Schild und Mana auf und waren halt nichts Besonderes. Ja, die waren nichts Besonderes. Okay, einmal machen wir noch. Aber cool, dass es die gibt. So, aber dann war es das aber auch. Mehr will ich hier nicht ernten. Das ist mir sonst so viel. Ich will Opfer bei den nächsten speziellen Ernten auch noch was bekommen. Wenn Dawn of Mana mal verfügbar wird wieder. Dass der Release gefeiert wird. Wie schon mal angesprochen. Oh, tatsächlich, okay, wir kriegen 4 Sterne. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt Popoy bekommen. Ich hoffe mal, dass wir Popoy bekommen. Da haben wir beide gekriegt. Was? Wieso geht's nicht ganz nach oben? Das ist ja ein Ritterkostüm, ganz wie auf die zugestimmt. Von nun an werde ich Weihnachtsmann, was auch immer. Ah, Segensbringer Popoy. Ist ja hübsch. Sieht sehr süß aus. Und sonst nichts. Nochmal Popoy 3 Sterne. Aber die kämpfen immer mit Bogen, ne? Okay. Sehr cool. Wir haben beide Charaktere bekommen. Dann gehen wir mal bei uns in den Charakteren rein. Wo ist das denn? Da. Und gucken wir uns bei den Charakteren nochmal an. Was die so wirklich auszeichnet. Gleich könnte ich natürlich noch leveln, aber das will ich jetzt nicht. So, wo sind sie denn? So, wir haben einmal Popoy hier mit Bogen. Zeig mal her. Ich meine, kann ich euch ja präsentieren, sind ja in diesem Event jetzt dazugekommen. So. Sehr hübsch. Finde ich sehr süß gemacht. So, Buch will ich dir nicht geben. Ja. Fähigkeit können wir mal gucken. Rentierschlitten. Verursacht Magieschaden mit Erdattribut. Okay, also Erde. Okay, Doppelschuss. Jetzt bleibt das Bild stehen. Muss das jetzt sein? Danke. Diamantsplitter. Cool, Fähigkeit. Unterstützung nicht freigeschaltet. Aber klar, die kommen natürlich mit einem Levelaufstieg. So, und dann haben wir noch Funkelnde Nacht Angela. Auch Erde. Warum auch Erde? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es schon andere gab. Was sind denn ihre Fähigkeiten? Natürlich haben wir die noch nicht freigeschaltet, ist ja klar.
Glanz der Mana nachlässt, selbst und Ersatzcharakter Initiative plus 445 Sekunden und Steinwolke, sowie auch strahlende Illusion, selbst und Ersatzcharakter SPD leistet Best Spezialleiste plus 20% verursacht Magieschaden und Erdattribut. Special Schaden immer Crit. Schon cool. Ja. Ich weiß gar nicht, die Dinger habe ich noch gar nicht vergeben, ne? Ich habe einmal habe ich die Shiloh, glaube ich, gegeben, alle. Aber sonst ja auch niemanden. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal kurz in der Stadt um. Ob da Charaktere gut rumlaufen. Ob die Charaktere jetzt was da Neues zu sagen haben, eventuell. Ich mache das immer gerne am Ende eines Events, dass wir die Charaktere dann nochmal anquatschen. Die in der Stadt Pins rumlaufen. Jetzt wollte hier unser guter Freund, der gute Hawkeye, Adlerauge. Du hast gerade auch nichts zu tun. Ruh dich auf jeden Fall aus, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Werde ich tun. Dann haben wir hier oben noch. Ne, das ist hier die. Da reisen wir woanders hin. Gehst du bitte hier hoch? Da. Der gute Julius. Hier ist auch also auch ein Mana-Baum. Nein, das ist nichts. Beachte mich einfach nicht. Ja, ich kein Problem mit. Nicht beachten kann ich gut. Darf ich jetzt Level weg? Da haben wir hier noch den guten. Wieder sowas Lästiges. Ruf mich, wenn du mich traust. Shiloh haben wir auch hier. Was erzählst du? Hier ist genauso gemütlich wie bei mir daheim. Findest du? Ich find's ein bisschen kalt. Und warum ist da nichts Spannendes los gerade? Die erzählt auch immer dasselbe. Ich müsste sie leveln, damit sie was anderes erzählt. Und sonst war es das ja auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich gucke mal, ob es hier was Questmäßiges Neues gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt nur noch, hoher Schwierigkeitsgrad. Das ist die verzerrte Frucht. Das ist, muss ich jetzt nicht sein. Das ist halt nichts für mich. Wie gesagt, Kampfturnier ist leider schon zu Ende. Finde ich aber sowas eher, naja. Aber das war's. Event stille, heilige Mana-Nacht. Ich bedanke euch fürs Zusehen erneut und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Story-Event wieder, wenn die Hauptgeschichte fortgesetzt wird. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.